Alina ist gerade hier im Interview für ihren Film. Willkommen bei den Hartmanns. Lea hat keine Ahnung von dem Film, hat sich auch null vorbereitet, musste sie auch nicht, weil ich habe mich vorbereitet. Ich habe hier dieses Walkie-Talkie. Lea hat einen Knopf im Ohr. Das heißt, alle Fragen, die jetzt gleich gestellt werden, kommen von mir. Gut, also Lea, hab keine Angst. Wie führe ich da durch? Nur, dass ich jetzt nichts falsch mache beim Interview, da wird sie durchdrehen. Paulina oder Palina? Es ist Palina oder Paulina? Palina Ruzinski. Pau. Paulina. Palina. Nicht Paulina oder Palima oder Palmina oder Pamela. Okay. Frag mal so ein bisschen kritisch, sie ist ja eigentlich Moderatorin, ne? Und jetzt will sie Schauspielerin werden? Du bist ja Moderatorin und willst Schauspielerin werden. Ist doch so, oder? Ja, also das kann man natürlich so sagen, das kann man auch anders sagen. Wie denn? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, mein wievielter Film das ist, aber es ist nicht der erste. Und da habe ich ja gespielt, als Schauspielerin. Ich muss ehrlich sagen, mich interessiert der Film gerade nicht so sehr. Ist ja viel interessanter, über Joko und Klaas zu reden, oder? Sprich doch mal über die beiden, die sie groß gemacht haben, Joko und Klaas. Jetzt hast du ja deine Karriere vor allen Dingen erstmal mit Joko und Klaas angefangen. Wie ist es denn eigentlich, mit denen zu arbeiten? Das ist hart. Wow. Das ist hart. Und du so. Ja. Und jetzt ist die Frage für euch, ja? Wie viele Fragen beantwortet Palina zu Joko und Klaas? Ist es A, keine, sie bricht das Interview sofort ab? B, alle, Joko und Klaas sind ihr wichtiger, als Werbung für ihren blöden Film zu machen? Ja. C, keine, sie behauptet steif und fest, Joko und Klaas nicht zu kennen? Oder D, sie bricht nach 2 Fragen das Interview ab? Was könnte es sein? Lena, hast du mal so wirklich schlimme Interviews erlebt, wo du dann sagst, kann ich, was ich möchte, bitte hier weg? Außer bei uns. Ja. Außer bei uns, ja. Ja, natürlich. Ja? Ja. Also es ist normal, die also Situation wirklich, ist jetzt nicht Scheiß, ungewöhnlich. Mann, ich habe wirklich schon Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, ich muss mal kurz pullern und dann bin ich rausgegangen und gesagt, das geht nicht mehr. Ist ja ein guter Trick. Ja, verrückt, genial. Dann so, yeah, ich muss pullern, ich komme gleich wieder. Das denkt sich Alec auch gerade, stimmt, ich hätte auf Klo gehen können. Aber also ein oder zweimal ist es vorgekommen, aber das ist schon echt krass. Was glaubt ihr? D. D, ja, B und du denkst auch D. Mhm. Aber Olli glaubt an ihre tiefe Liebe zu uns beiden. Ja, ich glaube daran. Die Liebe ist da. Ich habe diesen Sommer ein Konzert gespielt, ein Akustikkonzert. Alle waren totenstill. Auf einmal steht einer aus dem Publikum auf und meint, ich habe mal eine Frage. Und ich so, ja, was, wann machst du mal wieder was mit Joko und Klaas? Wirklich? Und ich so, das ist jetzt mein emotionalstes Lied, was ich jetzt spielen will. Ja, ich habe eine Frage noch mal vorher. Wann bist du mal wieder besoffen auf dem roten Teppich? Also, ich kenne das. Ja, naja, das sind, ja klar, man hinterlässt Spuren in der Öffentlichkeit. D, D, B, alles klar, genau so nehmen wir das. Und jetzt gucken wir uns mal an, was Palina da gemacht hat. Liebe es, mit denen zu arbeiten. Die sind ja meine Familie, könnte man sagen. Nein, aber eigentlich sind das eher Geschwister. Wie sind die denn so, die beiden? Erzähl doch mal. Und wie sind die eigentlich privat so? Na, so wie man sie kennt. Wer ist denn attraktiver? Vielleicht traut sich das zu sagen. Wen findest du eigentlich attraktiver? Also ich weiß nicht, es ist für mich so, naja, den Bruder findet man ja auch nicht wirklich attraktiv, oder? Whatever. Wollen wir vielleicht über den Film reden? Dann lass uns über den Film reden. Warum spielen Joko und Klaas nicht mit? Warum spielen denn in dem Film eigentlich nicht Joko und Klaas mit? Weiß ich auch nicht. Simon Verhoeven hat sie irgendwie nicht gefragt. Aber in der Fortsetzung, da könnten die doch mitmachen, oder? Aber in der Fortsetzung könnten die doch eigentlich mitspielen, oder? Ja. Stimmt. Ja. Stellst du mir noch ein paar Fragen zum Film oder nicht mehr? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Ich habe doch Fragen zum Film gestellt. Aber ich habe doch schon ein paar Fragen zum Film gestellt. Sehr gut. Du hast bis jetzt immer nur Joko und Klaas Fragen gestellt und das ist auch okay. Aber jetzt sollten wir wirklich über den Film reden. Also keine Joko und Klaas Fragen mehr, okay? Doch. Hätten Joko und Klaas den Film nicht lustiger machen können? Aber Joko und Klaas hätten den Film doch eigentlich noch viel lustiger machen können, oder? Bestimmt, weil die ja auch sehr lustige Typen sind. Aber Lea, oder wie war das? Lea? Wir müssen wirklich über den Film reden. Also wenn du mir jetzt noch eine Frage zu Joko und Klaas stellst, dann bin ich echt am Überlegen, ob ich das allererste Mal im Leben ein Interview abbreche. Ich glaube, da können wir das Interview auch beenden, da sind wir durch. Also dann war's das jetzt hier an der Stelle. Vielen, vielen Dank fürs nette Interview. Tschüss, schön, dass du Zeit hattest.
Habt ihr noch eine Frage zum Film vielleicht? Nee? Kann man den schon downloaden irgendwo? Respekt! So sieht es aus. Olli hat tatsächlich recht gehabt, ja? Das heißt, da gibt es einen. Ich wollte noch wechseln. Da gibt es einen.